Hallo, liebe Jungfrau, ganz herzlich willkommen zu deiner Monatslegung. Das ist eine allgemeine Legung. Geschlechter sind neutral zu sehen. Ja, wir legen auch gleich los mit der Herzpoesie und schauen, was will dein Herz dir sagen? Wie bist du mit deinem Herzen verbunden? Eine Botschaft bitte für die Jungfrauen. Alle Karten, mit denen ich hier arbeite, findest du unten verlinkt in der Infobox. Auch das weiterführende Reading, falls du mit diesem hier in Resonanz gehen solltest, findest du unten verlinkt. Wenn du den Mischprozess nicht sehen möchtest, findest du ebenfalls in der Infobox die Zeitstempel. Und du kannst dann direkt zur Deutung der Karten vorspringen. Das Mischen dauert immer ein bisschen, aber es ist wichtig. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess eigentlich in der Kartenlegung. So, diese möchte sich zeigen. Nehmen wir die auch. Jungfrau, hier heißt es: Alles darf sein, wirken, werden und wachsen. Diese Karte begleitet uns durch die gesamte Legung und deshalb würde ich sie einfach hier an die Seite legen für dich. Okay? Gut, weiter geht's. Ich lege dir zwei Stapel. Eine für die Energiebotschaften allgemein und dann werde ich dir noch Engelbotschaften legen. Die sollen dir eine Richtlinie geben, ein bisschen Hilfestellung, einfach eine Empfehlung. Ja? Okay. Für die Jungfrauen bitte. Ups, da kommt schon eine geflogen. Schauen wir mal, ob ich was kommen möchte. Botschaften? Jawohl, danke schön. Für die Jungfrau. Du bist ja ganz schön stürmisch, Jungfrau. Der Löwe hat mich übrigens auch so attackiert. Der hat mir fast die Karten aus der Hand geschlagen. Das war Wahnsinn. Echt so viel Energie. Und auch aus diesen Karten der dritte Botschaft für die Jungfrau. Ups, guck mal, wie die fliegen. Zwei haben wir bekommen, die nehmen wir auch gleich. So, und aus einem Lenormand-Deck nehme ich auch noch gerne zwei, drei Karten für die Jungfrau. Wollte sich zeigen. Ist verkehrt rum. Sorry. Macht unser Engelchen einen Kopfstand. Jawohl, danke. Kommt noch was? Einer wäre vielleicht nicht schlecht. Dankeschön. Super. Sehr, sehr gut. So, dann habe ich hier ganz wunderbare Karten. Und zwar nennen die sich Herzflüstern. Jungfrau, Herzflüstern. Diese Karten habe ich vor einigen Jahren hier auf YouTube entdeckt. Und zwar bei den Orakellegungen einer Kartenlegerin, die diese Karten auch erstellt hat. Asmodina hieß die oder heißt sie. Ich weiß nicht, ob sie noch Legungen macht. Einen YouTube-Kanal scheint sie nicht mehr zu haben. Ich habe auch so tatsächlich, wenn ich nach ihr google, nichts gefunden. Und somit tut es mir sehr leid. Ich werde die Karten unten selbstverständlich mit aufführen. Aber ich kann dir nicht sagen, Jungfrau, wo du diese Karten erwerben könntest, wenn du das wollen würdest. Also bitte keine Fragen an mich in diese Richtung. Ja, da kann ich leider, leider nicht weiterhelfen. Okay? Gut, dann schauen wir mal, was wir von den Herzflüsterkarten für dich bekommen. Diese Botschaft ist an und für sich von dem Menschen, auf den du hier guckst, wenn du auf einen Menschen guckst.
Was kann dein Herzmensch sein? Da ist schon eine gekommen, ein Gegenüber. Dankeschön. Oder aber auch, wenn du sagst, ich schaue hier auf gar niemanden, dann kann das eine weitere Botschaft deines Herzens sein. Falls du gar nicht mit d'accord gehst, dann blende diese Botschaft einfach aus und schau, was sonst für dich mit dabei ist. Ja? Wenn du sagst, ja Mensch, irgendwie die ganze Legung passt nicht so ganz zu mir, was durchaus sein kann, weil es eine allgemeine Legung ist und hier viele Leute ja reingucken, dann guck einfach mal dein Aszendent, Mars, Mond oder Venuszeichen oder auch, wenn du viele Häuser in dem Zeichen hast, ja, da kannst du auch gucken. Also das Venuszeichen sagt dir zum Beispiel immer gut über die Liebe Bescheid. Das ist ja das, wo die meisten eigentlich immer gucken wollen. Da sind zwei gekommen. Jawohl. So. Jetzt habe ich noch ein Kartendeck, das lässt sich ein bisschen schwer mischen. Das ist sehr, sehr neu. Und die Karten noch etwas störrisch. Jawohl. So, nee, es sind zu viele. Ich hätte gerne etwas. Ja, danke schön, das ging schnell. Sag mal, man muss nur danach fragen. Und dann tut sich schon was. Klasse. Okay, so, jetzt machen wir den zweiten Stapel. Engelbotschaften bitte für die Jungfrau. Zwei wollen sich auch hier zeigen. Ich habe auch hier vier Kartendecks für dich. Und das weiterführende Reading würde ich dann mit Lenormand-Karten legen. Und zwar würde ich das große Blatt auslegen. Da können wir dann, ups, noch ein bisschen tiefer schauen. Die sind mir gleich in den Schoß gefallen. Das sind drei, wie es ausschaut. Jungfrau, Jungfrau, du bist stürmisch. Ehrlich wahr. So. Aha, da hat sich auch schon eine umgedreht. Also da muss man nicht lang warten bei dir. Das ist super, weil manche, ups, und da kam die nächste. Da muss man echt ewig mischen, bis was fliegt. Und du bist also richtig gut drauf, wie es scheint. Es freut mich. Ich bin nämlich ganz gespannt auf die Jungfrau-Legung, weil ich selber das Sonnenzeichen in der Jungfrau habe. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. So. Wir haben hier auch noch Botschaften für die Jungfrau. Da mag sich eine zeigen. Schauen wir mal, ob wir noch eine kriegen. Oder ob es das war. Ja, das war's. Okay. Wir sind zufrieden, würde ich sagen. Den legen wir auf die Seite und dann fangen wir hiermit an. Okay, wir haben hier den König des Wassers. Das wäre im klassischen Rider-Waite-Tarot der König der Kelche. Ne? So, und dann haben wir hier den Pagen der Erde. Also Page der Münze. Der Münzen. Nicht der Münze, der Münzen sozusagen. Genau. Aber der Page der Münze hat tatsächlich noch so eine Münze in der Hand. Ne? Also weiß nicht, ob du Rider-Waite kennst, aber wenn du dir die Karte mal googelst, der Page der Münzen, dann siehst du das, wie der da steht mit seiner Münze in der Hand. Okay, dann haben wir die Empathie. Wir haben das Glück bekommen. Und jetzt gucken wir uns das mal an, bevor ich die anderen auslege. Und mir scheint es, dass du als Erdzeichen, ja, Jungfrau, das ist deine Energie, das ist deine Karte, ich habe so das Gefühl, du möchtest irgendwas Neues auf die Beine stellen. Und das ist irgendwie so eine ganz, naja, wie soll ich sagen, unbedarfte Energie, etwas, was noch in den Kinderschuhen steckt, sage ich jetzt mal.
Irgendwas, was gerade so am Beginn ist, wo man die ersten Schritte unternimmt, wo man noch ein bisschen guckt und natürlich auch ein bisschen vorsichtig vielleicht ist. Und es seid ja ihr Jungfrauen sowieso, ich natürlich auch. Also ich schließe mich damit ein. Ich hätte fast gesagt, es sind wir sowieso, ja. Aber ich möchte ja nicht von mir ausgehen, sondern das ist ein allgemeines Reading. Aber die Erdzeichen im Allgemeinen wie Steinbock, Stier und natürlich auch du als Jungfrau, ihr seid sicherheitsbedürftig, ihr seid auch vorsichtig, ihr seid, naja, ihr wollt eure Schäfchen im Trockenen haben, sage ich mal. Und ihr seid auch so ein Zeichen, das jetzt nicht über ungelegte Eier spricht. Ich hoffe, du weißt mit der Redensart etwas anzufangen. Und zwar, das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas Neues ins Auge fasst, du ziehst jetzt irgendwie um, was weiß ich, von der Mietwohnung in ein Haus oder du gehst von einem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit oder auch andersrum, also völlig egal, ja. Du gehst vielleicht in eine neue Beziehung. Oder du beginnst irgendein Projekt, vielleicht schreibst du ein Buch, vielleicht machst du auch einen YouTube-Kanal, so wie ich jetzt, ja. Meiner ist ja auch ganz, ganz neu und deswegen würde es mich natürlich auch freuen, wenn man mich unterstützt. Genau, aber es geht einfach darum, was Neues zu beginnen. Und das mit vorsichtigen Schritten und das ist total okay und das ist auch sehr, sehr klug von dir, Jungfrau. Und was du aber hast, und das glaube ich, ist ebenfalls irgendwo so deine Energie. Du bist voller Gefühl, du bist voller Emotionen für das Ganze. Du bist mit Herzblut dabei. Ja, du bist wirklich mit Herzblut dabei. Denn wir haben hier den König des Wassers liegen. Und wenn wir jetzt die Königin des Wassers hätten, dann würde ich eher sagen, das ist so eine Innenschau, du reflektierst und so weiter. Ne? Aber das ist für mich eher so eine äußere Handlungsebene. Das heißt, du setzt irgendetwas um, für das du sehr viel Herzblut hast. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel in eine Beziehung gehst oder einen Herzmenschen ins Auge gefasst hast, dann kann es natürlich sein, dass du mit einem Wasserzeichen zu tun hast, sprich Fische, Skorpion oder Krebs. Aber versteif dich nicht auf diese Sternzeichen, denn hier geht es um Energien. Und auch du als Jungfrau kannst mal in der Fische-Energie sein oder in einer Skorpion-Energie. Und genauso jedes andere Sternzeichen auch. Wir haben hier noch die Empathie liegen. Ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen. Ja, das ist es. Dieses Vorsichtige, dieses Bedachte, dieses Abwägen, dieses, ja, sich umschauen, einen Überblick zu verschaffen, damit man einen Durchblick bekommt, sage ich jetzt mal, ja. Du lässt dir auch nicht irgendwas sagen oder irgendeinen Floh ins Ohr setzen. Oder wenn irgendjemand auf dich zukommt, dann weiß ich, bist du ein Zeichen, das auf keinen Fall sagt, ja, okay, jetzt habe ich das und das gehört, aber jetzt bilde ich mir gleich ein Urteil. Nein, du gehst hin und du machst dir selber ein Bild. Und das zeichnet dich auch aus als Sternzeichen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das zeichnet dich aus. Und hier scheint es auch zwei Situationen, zwei Seiten einer Situation zu geben, die du ganz genau anschaust. Und erst dann, wenn du das getan hast, dann bildest du dir deine Meinung und dann spannt sich für dich sozusagen ein gewisser Rahmen. Dann haben wir hier noch das Glück liegen. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, denn auch hier, guck mal in der Karte, ich heb sie dir mal so ein bisschen ran. Ich hoffe, ich habe einen schönen Fokus an der Kamera. Ja, schau mal. Da siehst du in diesem Kreis wiederum Wasser. Und was noch, man sieht hier Delfine. Ja, Delfine sagt man so, ja, das hat so ein bisschen mit Seelenpartner zu tun oder überhaupt mit der Seele. Ja, und Wasser bedeutet ja immer Emotionen und Emotionen müssen fließen. Und
Hier fließt das Glück für dich und es ist das, was ich hier schon wahrgenommen habe. Du bist mit Herzblut dabei. Das ist was, was dich wirklich, wirklich erfüllt und zufrieden macht. Und es ist eine ganz wunderschöne Energie. Liebe Jungfrau, das freut mich für dich und für mich natürlich auch. Was ich auch super finde, wenn wir die Karte nochmal anschauen, alles darf sein, wirken, werden und wachsen. Und hier ist irgendwas in den Anfang schon und es wird wachsen. Und es will wachsen. Und das finde ich besonders schön. So, jetzt gucken wir weiter. Wir haben hier in den Lenormand-Karten das Schiff bekommen. Wir haben die Eulen bekommen. Und das Haus. Dann haben wir hier, in den Herzflüsterkarten die Lügen. Gucken wir mal, ob du das irgendwie sehen kannst. Dass du vielleicht mit drauf schauen kannst. Ich gucke gerade mal, wie ich das so vielleicht, ja? Es tut mir leid, dass ich so fies zu dir bin, dass ich oft schwindel und meine Versprechen nicht einhalten kann. Ich bin nicht immer ehrlich, weil ich einfach nicht über alles mit dir sprechen möchte, aus Angst, dich zu verletzen. Das ist nicht gut und ich weiß, dass es nicht richtig ist. Das klingt jetzt vielleicht verwirrend, aber glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass ich Angst habe, dich zu verlieren? Guck mal, ob du mit dieser Botschaft etwas anfangen kannst. Hat dich jemand belogen? Hast du das Gefühl, du bist irgendwie ja, veräppelt worden, vorgeführt worden, ja, angelogen worden, dass jemand nicht ehrlich zu dir war? Wir haben hier, denke heute an alles, was du bist und nicht an alles, was du noch nicht bist. Hier, da sind wir hier wieder bei dieser Energie. Denke heute an alles, was du bist und nicht an alles, was du noch nicht bist. Also du möchtest irgendwo hin, du hast irgendeinen Plan, du möchtest was werden. Ja? Denkst du vielleicht, dass du unsportlich bist, nicht vor vielen Menschen sprechen kannst? Kein Talent für Fremdsprachen hast, nicht kreativ bist oder. Wenn du in Zukunft an dir zweifelst oder entschuldigend sagen möchtest, dass du etwas nicht kannst, dann sage doch lieber, ich kann das noch nicht. Dieses kleine Wort macht einen riesigen Unterschied. Es motiviert dich, Neues zu lernen und zeigt dir, dass das Leben eine Reise ist, auf der du dich noch oft selbst überraschen kannst. Ja, und ich glaube, liebe Jungfrau, ich glaube, ganz ehrlich, ich kann das gut verstehen. Ich weiß nicht, was du geplant hast oder ob das in deinem privaten Umfeld etwas ist oder vielleicht auch in deinem beruflichen Umfeld, ja. Aber ganz ehrlich, vielleicht hast du es hier ein bisschen mit Lügerei zu tun, mit Intrigen. Das, ja, das schaffst du nicht oder das ist nichts für dich oder vielleicht belügst du dich auch selbst, kriege ich ganz stark rein. Vielleicht belügst du dich auch ein bisschen selbst, weil du so an dir zweifelst. Kann ich das? Schaffe ich das? Bin ich das? Ja. Und da fällt mir irgendwie so ein Buch ein. Ich weiß jetzt die Autorin gerade nicht, aber das ist ein Kinderbuch. Und ich bin mir sicher, wenn du das googelst, dann findest du dieses Buch auf jeden Fall. Da ist irgendwie so ein kleines Tier, ich glaube, sieht ein bisschen aus wie ein Elefant oder so. Es schaut so ein bisschen, macht einen so einen betröppelten Eindruck. Und das Buch heißt, wie heißt denn das? Aber gib doch einfach mal ein, ich bin, ich weiß nicht wer, so ein kleiner Irgendeiner. Das ist ein Satz aus diesem Buch. Ich bin, ich weiß nicht wer, so ein kleiner Irgendeiner. Und mir fällt der Titel und die Autorin gerade nicht ein. Ich habe vor kurzem noch drüber gesprochen mit irgendeiner Kundin für ihr Kind und jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Das ist ja doof. Aber so ist das manchmal, gell? Da liegt es auf der Zunge und du bringst es echt nicht raus. Und das würde ich dir mal empfehlen. Guck doch da einfach mal, weil
Das ist genau so eine Situation, wo man so an sich zweifelt und mit sich hadert. Bin ich da gut genug? Reicht es schon, was ich kann? Und dann macht man vielleicht noch einen Kurs und noch ein Zertifikat und noch und noch und noch. Und ich weiß genau, liebe Jungfrau, wie du bist. Mein Mann sagt zu mir zum Beispiel, ich bin ein Monk. Ich bin ein Monk. Also Monk ist so eine Fernsehserie gewesen, für alle, die das nicht wissen. Es war so ein Kriminologe, so ein Detective außer Dienst oder sowas, ja. Und der hat halt so privat ermittelt und der brauchte dann immer Tücher, um sich die Hände abzuputzen. Und dann, oh, der hatte Angst vor Bakterien und vor diesem und das und jenem. Und der war so überpenibel und übergenau und der hatte, mein Gott, mehr Neurosen wie ein überzüchteter Pudel. Auf jeden Fall war er einfach jemand, der auch immer gezögert hat und gezweifelt hat und so. Und dabei war der hochintelligent und ja, auch menschlich ein Supertyp, wenn man ihn ein bisschen besser kannte. Wir Erdzeichen sind auch sehr sicherheitsbedürftig. Wir sind nicht so offen immer für Veränderungen. Und wenn du jetzt sagst, oh, bei mir ist das aber nicht so, kann gut sein, dann hast du viele andere Dinge in deiner Chart, die dich dabei sehr gut unterstützen. Mir geht es Gott sei Dank auch ein bisschen so, weil ich meinen Mond im Widder habe. Aber ich habe zum Beispiel auch meinen Mars im Stier und auch da zögere ich manchmal oder naja, bremse mich ein bisschen aus und habe da zwei Erdzeichen, mit denen ich dann zu tun habe, ja. Und dann bin ich vom Aszendent auch noch Fische und die sind ja dann auch nicht unbedingt immer die mutigsten. Aber du siehst, schau, ich mache es auch. Ich gehe jetzt auch an die Öffentlichkeit. Ich spreche auch. Ich spreche mit vielen anderen Menschen. Und ich sage dir, echt Jungfrau, egal was du vorhast, ob du in eine Beziehung gehen möchtest oder ja, dich endlich mal wieder auf etwas einlassen möchtest oder ob du berufliche Veränderungen anstrebst, was auch immer es ist bei dir, ja, dann gib dir einen Ruck, weil du bist toll. Jungfrau, du bist super. Du bist toll und du hast alles, was du brauchst. Und es muss nicht alles perfekt sein. Wir sind so Perfektionisten, das muss nicht sein. Ehrlich nicht. Ich glaube, es nimmt dir keiner übel, wenn es nicht immer 100% sind. Du bist 100% mit Herzblut dabei und ich glaube, das merkt man. Und das ist das Wichtige. Und ganz ehrlich, du brauchst nicht die Bestätigung von außen, sondern du brauchst die nur von dir. Nur von dir ganz allein. Ja? Genau. So, dann haben wir hier eben das Schiff. Die Vögel und hier haben wir das Haus. Und ich habe hier so das Gefühl, dass hier vielleicht schon eine ganze Weile geht es so ein bisschen bergauf und bergab bei dir. Ich nehme an, dass es so eine emotionale Berg- und Talfahrt ist bei dir, wo du heute ja, morgen nein, heute Fisch, morgen Fleisch so ungefähr. Also heute bist du ein bisschen mutiger und morgen zögerst du wieder. Und hier haben Gespräche einen Einfluss auf das Ganze. Also entweder gehst du vielleicht irgendwo hin auf eine Veranstaltung, wo du erst etwas erfährst, was dich dabei unterstützt. Vielleicht gehst du auf irgendein Seminar, auf einen Workshop, vielleicht liest du auch nur ein Buch oder guckst ein YouTube-Video, völlig egal. Auf jeden Fall scheint da etwas dabei zu sein, was in dir so diesen zündenden Funken überspringen lässt und dass du sagst, so jetzt mache ich das, jetzt traue ich mich, jetzt gehe ich meine Schritte, ja, und du bist mit Herzblut dabei und du bist mit Liebe und auch Vorsicht am Start, ja, und du bist sehr einfühlsam und das finde ich wirklich, wirklich gut und das Ganze wird dich auch zu einer Stabilität führen. Es wird dich in eine Stabilität führen. Ja, ich ganz, ganz toll. Wir haben hier noch, siehe heute in allem seine Schönheit, auch in dir. Das kommt immer wieder durch, dass du so ein bisschen mit dir selber so, ja, im Unreinen bist, sage ich jetzt fast, ja. Dass du halt so zweifelst an dir. Aber du bist eigentlich kein Page. Jungfrau, du bist kein Page. Aber du, ich glaube, du fühlst dich wie ein Page und das musst du nicht. Das musst du nicht. Ehrlich nicht. Stell dich vor den Spiegel und nenne laut drei Dinge, die du an dir selbst richtig schön findest. Das ist eine ganz tolle Idee, Jungfrau, mach es. Stell dich vor den Spiegel und nenne laut drei Dinge, die du an dir selbst richtig schön findest. Und ich bin mir sicher, du findest sogar mehr wie drei. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja.
Und dann haben wir hier, die Welt braucht mehr Räubertöchter und weniger Prinzessinnen. Also, nimm dir, was dir zusteht. Geh nach vorne. Eine Räubertochter, die zeigt dir einen Mann, die holt ihre männliche Energie raus, die nimmt sich, was sie will. Eine Prinzessin, die lässt sich bedienen. Ja, eine Räubertochter holt sich, was sie will. Also, jetzt brauchst du ein bisschen deine männliche Energie. Hol sie raus. Zeig der Welt da draußen, wer du bist. Und was du kannst. Glückssträhnchen, ja, guck mal, schon wieder. Glückssträhnchen stehen dir. Ja. Und dann, she believed she could. So she did. Ey, das passt alles so krass zusammen. She believed she could. So she did. Sie glaubte es zu können, also tat sie es. Sie glaubte es zu können, also tat sie es. Glaub an dich. Auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Auch wenn vielleicht noch irgendwelche kleinen Begebenheiten, Teile fehlen. Vielleicht fehlt es auch noch ein bisschen an Liquidität. Ich weiß es nicht. Dass du sagst, oh, mich sieht noch keiner, Werbung, was auch immer. Ich weiß, dass da viele Dinge auf dich zukommen. Jungfrau, du schaffst das. Du schaffst das. Du kannst das. Das ist richtig krass, was hier liegt. Du bist auf einem ganz, ganz tollen Weg. Und lass dir nichts, nichts, nichts einreden von irgendwelchen anderen Leuten. Absolut nicht. Lass dir nichts einreden und red dir vor allen Dingen selber nichts ein. Rede dir selber nichts ein. Du verlierst dich nicht selbst, indem dass du Schritte unternimmst. Weil Jungfrau, ganz ehrlich, wenn du heute was machst, und es sollte dir wirklich misslingen, was ich hier nicht glaube, so wie es liegt, dann, hey, was ist denn an Scheitern so schlimm? Auch das muss man lernen. Das darf man lernen. Und weißt du, was dann passiert? Du fängst nochmal von vorne an. Du fängst einfach nochmal von vorne an. Gar kein Problem. Niemand steinigt dich dafür, okay? Keiner ist perfekt. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Ehrlich. Also ich würde mir da wirklich keinen Kopf machen. Vertrau einfach dem Können, das in dir steckt. Dem Wissen, das in dir steckt. Du bist unglaublich gut und strukturiert und du kannst das. Genau wie Stier und Steinbock auch, ihr Erdzeichen seid da prädestiniert für. Ehrlich. Glaub an dich. Ja. Und hier die Engelbotschaften. Hier geht's gleich mal los mit dem Kehlchakra. Ich zeig dir das einfach mal. Hier geht's los mit dem Kehlchakra. Die Engel helfen dir, auf liebevolle Weise deine Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Und das bedeutet auch, dass du deine Wahrheit aussprechen sollst. Sag, was du denkst. Sag, was du fühlst. Sprich dein Wissen aus. Alles, was du kannst, was du weißt, kann anderen von Nutzen sein, die das nicht tun. Die können es dankbar annehmen und umsetzen oder sie können sich's anhören und können sagen, naja, damit gehe ich jetzt nicht so in konform. Man muss immer überprüfen, was man hört, den ganzen Tag, ob das im Radio ist, im Fernsehen oder wenn du mit der Nachbarin sprichst. Aber du sollst deine Wahrheit aussprechen. Es wird dich nicht jeder lieben. Das ist bei mir genauso und bei jedem anderen, der in die Öffentlichkeit geht. Nicht jeder wird dich lieben, das ist ganz normal. Aber hab keine Angst, zöger nicht. Ja? Du bist auch nicht verpflichtet, jeden zu lieben. Und es ist nicht jeder verpflichtet, dich zu lieben. Es gibt immer ein Für und Wider, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Das ist halt einfach so. Und dir geht es doch genauso. Dann haben wir hier die Kristalle. Die Energie der Kristalle unterstützt dich und hilft dir in deiner gegenwärtigen Situation. Ja, ich weiß nicht, ob du mit solchen Dingen arbeitest, aber ja, Jungfrauen sind ja doch eher oft mal so ein bisschen spirituell, wo du, also spirituell tätig, sage ich jetzt mal, indem dass sie zum Beispiel Edelsteinschmuck tragen oder ja, so wie ich mit Edelsteinstäben arbeiten. Ich mache das auch, also da kannst du dich in meinem Online-Shop auch umschauen. Genau, falls der noch nicht freigeschaltet ist, dann kommt er demnächst auf jeden Fall.
weil der eben gerade überarbeitet wird. Aber auch da kannst du dich also gerne umschauen. Und jetzt gucken wir einfach weiter. Wir haben hier noch die vegetarische Nahrung. Eine neue Art der Ernährung gibt dir mehr Energie, bessere Gesundheit, geistige Klarheit und Verwirklichungskraft. Es ist oft so, wenn wir, ich sage jetzt mal, viel zu tun haben, ich kenne das auch von mir, dann bin ich so verkopft, dann bin ich so drin, dass ich teilweise das Essen vergesse, beziehungsweise dazu geneigt bin, schnell mal irgendwas dazwischen in den Mund zu schieben, was gerade so rumliegt, was aber nicht so gut ist, weil man ja schon ein bisschen darauf achten sollte, was der Körper braucht. Und das ist nicht oft unbedingt, was weiß ich, ein Würstchen oder ein Keks oder irgendwie sowas in der Art, sondern dann wäre es vielleicht ganz sinnig, wenn man sich nebenbei, wenn man arbeitet, einfach mal einen kleinen Teller richtet mit Gemüsestreifen und einem Dip und man kann dazwischen einfach mal so nebenbei eine an der Möhre kauen oder was weiß ich, ein Stück Apfel in den Mund schieben. Solche Dinge einfach, weil die geben dir dann auch wieder Energie und es schmeckt erfrischend und es sättigt auch, ja, so ein kleiner Gemüseteller. Das ist auch viel, viel besser, am Abend sich sowas zu machen noch. Also im frühen Abend, zu spät würde ich sowas auch nicht mehr essen, weil Gemüse einfach dazu neigt zu gären. Aber ja, solche Dinge kann man gut essen und Chips oder Kekse oder Salzgebäck einfach ein bisschen ad acta legen. Ja, und ich denke einfach, dass es wichtig ist, regelmäßig zu essen. Also ich sage jetzt nicht, dass du feste Essenszeiten hast, aber dass du auch daran denkst, wirklich nicht jetzt stundenlang, stundenlang, stundenlang nichts zu essen und dann plötzlich merkst, oh Gott, mein Magen hängt schon an den Knien. Ja, und dann hast du aber so richtig Hunger und dann isst du vielleicht über deinen Appetit oder über deinen Hunger hinaus. Ich denke, dass auch sowas damit gemeint ist, ja. Und Gemüse und Obst, das ist natürlich wesentlich gesünder, als wenn wir uns ein Wurstbrot machen oder sowas in der Art. Genau. Ja, dann haben wir hier die Schwangerschaft. Und es kann natürlich sein, liebe Jungfrau, dass unter euch welche dabei sind oder auch wenn ich gerade dich im Speziellen anspreche und du sagst, ja, ich bin gerade schwanger oder ja, ich möchte schwanger werden, dann achte unbedingt auf deine Ernährung, das in jedem Fall, sprich auch deinen Wunsch aus, deinem Partner gegenüber, du, ich wünsche mir ein Kind oder so, ja, sprecht ganz offen darüber und verschweige das nicht oder vielleicht hast du es auch gerade erst erfahren, ja, dann darfst du es gerne aussprechen, ja, und mitteilen. Ansonsten ist diese Karte aber nicht immer nur mit Schwangerschaft an sich, mit der klassischen Schwangerschaft und mit der Geburt ja, gleichzusetzen, sondern es verdeutlicht einfach auch ein neues Vorhaben, etwas, was geboren werden möchte, etwas, was entstehen möchte, etwas Fruchtbares, also auch wenn du einen Samen in die Erde pflanzt zum Beispiel und da erwächst eine Blume oder irgendein Gemüse, dann ist auch so etwas damit gemeint. Es ist einfach eine Aktion, ich tue etwas und daraus entsteht etwas. Ja, genau. Und dann haben wir hier, zeige deine Individualität. Ja, das ist das, was ich vorher auch schon gemeint habe. Zeige, wer du bist. Und scheu dich da nicht davor. Lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Ja, meine Worte, da brauche ich, glaube ich, jetzt nichts mehr sagen. Das habe ich alles schon gesagt. Oh, guck mal, Erfolg. Ich muss das hochhalten. Das ist ein bisschen hell, gell, das Licht. Karten spiegeln ein bisschen. Aber guck mal, Erfolg. Ist es der Burner oder ich finde es krass. Erfolg. Dann haben wir hier in den kommenden Wochen. In den kommenden Wochen. Hast du vielleicht schon die ersten Erfolge? Das ist doch super. Weißt du, und ganz ehrlich, hey,
Die dicke Kohle ist nicht immer nur Erfolg. Also unsere Gesellschaft definiert es so ein bisschen, ja. Und ich weiß, dass da draußen, gerade auf YouTube, und mein Gott, da sind so viele so, und schnell fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig. Nein, Entschuldigung, wir sind schon bei neunstellig. Also um Gottes Willen, lass dich nicht verrückt machen von diesen ganzen Marktschreiern. Ich nenne sie jetzt mal ganz dezent Marktschreier da draußen. Lass dich bloß nicht in die Irre führen und vertraue auf deine Intuition. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dich schwer tust, auf deine Intuition zu vertrauen, liebe Jungfrau, schau auf meine Website, denn dann kann ich dir da gut bei helfen. So, dann haben wir hier noch versteckter Segen. Was dir wie ein Problem erscheint, ist in Wahrheit ein Teil der Antwort auf dein Gebet. Du wirst die Gründe hinter deiner gegenwärtigen Situation verstehen, indem sich bald alles zum Besten wendet. Vertraue auf den Schutz und die Weisheit der himmlischen Mächte, deine Gebete auf wunderbare Weise zu beantworten. Wow. Also schicke deine Gedanken, schicke deine Ängste, deine Zweifel, schick das gegen den Himmel. Also, weißt du, auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich bin jetzt nicht gläubig oder so, das muss ja nicht sein. Du musst nicht irgendeiner kirchlichen Institution zugehörig sein, um nach oben Bitten abzuschicken oder Wünsche abzusenden. Das musst du nicht. Ja, das musst du nicht. Also ich denke, es gibt für jeden von uns etwas Übergeordnetes, und es ist egal, wie du es für dich benennst. Und ja, und das kannst du ganz allgemein formulieren, aber deine Wünsche und Bitten und auch deine Besorgnisse, die kannst du ganz klar und deutlich nach oben schicken. Ja, ich denke, da wird dir geholfen. Okay, liebe Jungfrau, so würde ich das gerne stehen lassen. Das ist eine traumhafte Legung gewesen. Wow, ehrlich. Oh, ich hoffe, ich bin da auch mit dabei. Wirklich, denn auch ich habe noch einiges geplant. Und ja, ich danke dir fürs Dabeisein. Und wenn du, wie gesagt, hier mit in Resonanz gehst, freue ich mich, wenn ich dich gleich in der weiterführenden Legung wieder antreffe. Ansonsten, ja, fühl dich gedrückt. Ich drücke dir beide Daumen ganz fest für deine Vorhaben hier. Und hey, das wird gelingen. Glaub bitte an dich. Sprich deine Wahrheit aus. Zeig dich, wie du bist. Denn du bist der Burner. Und dann ist dir der Erfolg ganz gewiss. Liebe Jungfrau, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Tschüss.